Ich drehe nochmal ins Rednerpult, weil ich glaube, wir haben über eine ganze Menge geredet, aber wir sind nicht wirklich auf den Punkt gekommen. Und Frau Ramprieger, Sie haben wirklich unglaublich viele kleine Ansätze und Ideen hier in den Raum gebracht. Sie sprachen von irgendwelchen Welsburgern, also weiß nicht, Fischbrötchen oder so, weiß ich nicht. Aber wir reden doch hier eigentlich um das große Problem, vor dem wir eigentlich stehen. Wir als Menschheit, von mir aus auch, wenn Sie es gerne so global betrachten wollen. Und dieses Problem ist die Überbevölkerung. Die Kapazitäten dieser Erde sind wie die Kapazitäten jedes Ökosystems begrenzt. Und wir haben bald 10 Milliarden Menschen auf der Erde. Und wie Sie richtig sagen, alleine in Afrika und in Asien wollen 2 Milliarden Menschen einen zumindest im Ansatz ähnlichen Lebensstandard haben, so wie Sie ihn pflegen. Mit einem Smartphone, mit einem eigenen Auto, mit einem eigenen Haus, mit einem Urlaub. Und das ist doch das Kernproblem, vor dem wir hier stehen, dass die Ressourcen für diese Menge Menschen einfach nicht ausreichen. Und wir reden hier über irgendwelche kleinteiligen Ansätze, dass wir das Problem eventuell mit Proteinen aus irgendwelchen Pilzen oder so weiter. Nein, diese Probleme werden in den Ländern gelöst werden müssen vor Ort. Afrika muss seine Probleme selber lösen. Nicht Deutschland löst die Probleme von Afrika. Das funktioniert nicht. Allein die Inder lösen mittlerweile, also ich beute niemanden aus, ob sie die ausbeuten, weiß ich nicht. Ja. Also und wir beuten auch nicht Afrika aus, Herr Koplin. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind lange vorbei. Wir beuten niemanden aus. Wir haben vielleicht Handelsbeziehungen mit diesen Ländern, von denen die auch profitieren. Und nochmal, wir produzieren hier, wenn Sie gerade von Ausbeutung sprechen, ich nenne es eher, dass wir sicherlich auch gewisse Urprodukte aus anderen Ländern beziehen müssen. Und das verursachen wir ja auch dadurch, dass wir hier völlig ohne Grund, völlig ohne Not einen massiven Nutzungsdruck auf unsere eigenen Ressourcen ausüben. Sie sprechen davon, dass Sie Hunderttausende von Hektar von Anbaufläche für Nahrungsmittel aus der Produktion nehmen wollen, weil Sie glauben, dass Sie global das Klima retten damit. Und die Nahrungsmittel, die da produziert werden müssen, die müssen irgendwo herkommen. Und die kommen eben aus den Ländern, wo Sie hier gerade in den Raum werfen, wir beuten die aus. Warum beuten wir die denn vielleicht aus? Weil wir hier aus der eigenen Produktion aussteigen, im Glauben, dass das ja irgendjemand anders für uns erledigen kann und wir unser grünes Gewissen damit beruhigen können. Das ist doch die Wahrheit. Und davor schließen Sie doch die Augen hier. Ja? Nochmal. Europa löst nicht die Probleme dieser Erde, Deutschland löst die Probleme dieser Erde auch nicht. Die werden sich vielleicht von selbst irgendwann lösen, so wie es in der Biologie häufig passiert. Aber nochmal, diese Probleme, nein, es ist nicht zynisch, das ist Realismus, Herr Koplin. Schauen Sie sich einfach den Aufstieg und den Niedergang von Zivilisationen an. Meistens sind sie dann zusammengebrochen, wenn sie ihren Lebensraum, ihre Ressourcen übernutzt haben, überstrapaziert haben. Und das wurde nie durch extern getan oder auch nie durch extern gelöst, sondern diese Probleme müssen vor Ort gelöst werden. Das ist die Wahrheit.